Donnerstagabend ist es. Es ist ein Feiertag, aber uns ist das egal. Wir sind trotzdem für Sie da und freuen uns natürlich auch, wenn Sie noch diese halbe Stunde bei uns bleiben. Hauke, wir haben ein starkes Team hinter uns, das heute gearbeitet hat. Ja. Was ist dabei rumgekommen? Ein Thema: Ein Kindergarten nimmt den Kids die Spielsachen weg. Das geht doch gar nicht, oder? Das kann nämlich positive Auswirkungen haben. Inwiefern, das zeigen wir Ihnen heute in der Sendung. Außerdem hat der SV Waldhof einen neuen Trainer, den wir natürlich auch ganz frisch heute getroffen haben und Ihnen einen Saisonausblick geben werden. Und am Ende der Sendung haben wir natürlich fürs Wochenende die schönsten Veranstaltungstipps für Sie. Viel Spaß. Nach all den Corona-Beschränkungen der Vergangenheit ist die Kultur zurück und zwar mit geballter Power. Der Mannheimer Sommer 2022 steht an, dann am Nationaltheater in Mannheim oder in Schwetzingen, im Schlosstheater und im Schlossgarten. Da gibt es Musiktheaterstücke, Konzerte, Lesungen und natürlich auch noch vieles mehr. Und der gemeinsame Nenner, die alle beleuchten das Spannungsfeld zwischen Krise und Aufbruch. Und ein Highlight wird unter anderem das Musiktheaterstück The Damned and the Saved sein, also die verdammt und die Geretteten, in dem der Autor Panto Jan und die Komponistin Marlene Bank den radikalen Widerstand gegen ein repressives System thematisieren. Bis zum 26. Juni können Sie das Festival besuchen und Felix Balz ist schon mal für uns vor Ort. Und so viel kann man auch sagen, Felix, es ist zum Teil historisch. Ja, ganz genau, Olli. Wir sind hier gerade in Mannheim in der Kunsthalle und hier beginnt gleich eine von drei Paraden mit dem Ziel Nationaltheater. Man kann es hinter mir schon ein wenig sehen gerade. Ein paar Zuschauer sind da, verkleidete Menschen. Leider kommen wir nicht ganz nah ran, aber jemand, der uns mehr dazu erzählen kann, das ist Cordula De Matteo vom Nationaltheater in Mannheim. Frau De Matteo, was hat es denn hier mit der Veranstaltung auf sich? Ja, vielen Dank. Wir sind hier in der Kunsthalle in Mannheim und wir steuern jetzt gleich auf das Nationaltheater zu. Hier beginnt eine von drei Paraden, so drei Demonstrationszüge könnte man sagen, die einen jeweils einen aufklärerischen Philosophen dabei haben. In dem Fall ist das Anton Wilhelm Amo, ein afrodeutscher Philosoph, der jetzt hier sozusagen aus der Vergangenheit zu uns gekommen ist und jetzt uns dabei hilft, die Aufklärung aufzuklären, denn mit der Erde stimmt ja etwas hier nicht. Die ökologische Krise beschäftigt uns als großes Thema. Und jetzt wird hier eben in diesem Zug ein Erdball mitgetragen, mitgebracht ins Nationaltheater bzw. ins Festivalzentrum. Denn dort bereiten wir jetzt sozusagen das Raumschiff vor, mit dem wir in eine positivere Zukunft starten wollen. Das Spannungsfeld zwischen Krise und Aufbruch steht da so ein bisschen über dem Festival gerade. Können Sie es vielleicht mal erklären? Was hat es damit auf sich? Genau, also der Mannheimer Sommer ist ein Festival, das jetzt zum dritten Mal stattfindet. Und in diesem Jahr 2022 beschäftigen wir uns ganz besonders eben mit dem Thema der ökologischen Krise. Also das, was wie gesagt eben mit unserer Erde gerade so nicht so richtig stimmt. Und wir haben uns gefragt, wie man damit in der Kunst umgehen kann. Sozusagen eine utopische Zukunft sich vorzustellen, sozusagen schon vorzustellen im Theater, in der Musik, in der Oper. Das ist natürlich unser Metier. Und das wollen wir in den nächsten 10 Tagen hier machen, in Vorträgen, in Workshops sozusagen auch ganz konkret Vorschläge machen, wie man denn jetzt hier proaktiv mit der Situation umgehen kann, aber natürlich auch in ganz verschiedenen Kunstproduktionen zwischen Musik, zwischen Theater, Tanz. Wir haben zahlreiche Gastspiele, internationale Eigenproduktionen und wollen eben in Mannheim und in Schwetzingen dieses Festival hier feiern. Nochmal kurz die Frage, warum sollte man denn hierher kommen? Was erwartet die Besucher Ihrer Meinung nach? Also wir freuen uns natürlich ganz besonders, dass wir jetzt nach 2,5 Corona-Jahren hier wieder live zusammenkommen können. Und so ein Festival lebt natürlich davon, dass man wirklich gemeinsam sich trifft, dass man auch noch einen Drink zu sich nimmt bis spät in der Nacht im Festivalzentrum. Und dieses kollektive Erlebnis ist eben das, was wir jetzt ganz besonders, worauf wir uns ganz besonders freuen. Es wartet, glaube ich, ein extrem vielfältiges Festivalprogramm auf Sie, das wie gesagt für alle eigentlich etwas bereithält, von der klassischen Oper über das Klima-Benefizkonzert bis zum kleineren Workshop, bis zur Parkmusik in Schwetzingen. Und so ist wirklich die ganze Bandbreite von morgens bis abends kann man hier das erleben und, denke ich, eine wirklich tolle Festivalzeit verbringen. Ja, Frau De Matteo, vielen Dank. Es lohnt sich wohl auf jeden Fall. Und ja, wir gucken jetzt mal hier hinten noch, was hier so passiert. Man sieht. Jetzt mal.
geklaut. Für uns perfekt, da mal rauszugehen. Ja, Kreativität, das übt man natürlich auch schon früh, am besten bereits in der Kita. Aber jetzt stellen Sie sich mal eine Kita ohne Spielzeug vor. Das ist irgendwie wie ein Wald ohne Baum. Die Kita Bunte Wiese in Mettenheim macht genau das. Alle 2 Jahre, und zwar für 3 Monate. Eben auch, um die Kreativität zu fördern. Wie das funktioniert, das zeigt Ihnen Lydia gleich. Ein Sandkasten ohne Eimer und Schippchen, weggeschlossene Spielsachen und leere Regale, die eigentlich voll sein müssten mit Puppen, Rennautos oder Kuscheltieren. Nix da, heißt es in der Kita Bunte Wiese in Mettenheim. Der reinste Horror für die Kleinen, oder? Nein, ganz im Gegenteil. Kita-Leiterin Ulrike Rottenwallner sieht darin einen besonderen pädagogischen Wert. Durch dieses ganze vorgegebene Spielmaterial ist ja auch die Fantasie sehr eingeschränkt. Ne? Und wenn die Kinder jetzt plötzlich eigene Ideen entwickeln und die immer weiterentwickeln, heute haben sie ein Spiel gemacht, morgen fällt ihnen noch eine Extra-Regel ein und wir sind nur noch so die Begleiter, wir geben vielleicht mal einen Impuls. Und ich glaube, das ist das, was den Kindern einfach gefällt. Seit 1998 ist es Tradition in der Kita, 3 Monate vor den Sommerferien das Spielzeug in den Urlaub zu schicken. Entstanden ist die Idee bei einem pädagogischen Seminar, das Rottenwallner besucht hatte. Bei 105 Kindern im Alter von 1 bis 6 Jahren kommt das Ganze gut an. Wir haben schon ganz viele Sachen gemacht und da hinten auch schon ein Haus und wir haben auch schon Züge und Baggers gemacht. Da die Handtasche, die große, habe ich mal selbst gebaut. Und wie hast du das gemacht? Also da habe ich mir so ein Stück Papier genommen und dann habe ich so wie Schnur genommen und habe das dann so eingefädelt und das war dann eine Handtasche. Wir spielen auch immer schöne Sachen, wir bauen auch immer viel und was wir das Beste finden ist, wir bauen auch von ganz viel mit Kartons und so. Auch die Eltern unterstützen die Aktion. Mütter und Väter spenden regelmäßig Umzugskartons, Autoreifen, Fahrradschläuche und andere Materialien, damit der Nachwuchs seine eigenen Spielzeuge basteln kann. Der kleine Karl ist zum Beispiel ganz besonders stolz auf seine Maus. Ein angemalter Ast dient hier als Schwanz. Für die 17 Erzieherinnen und Erzieher bietet die spielzeugfreie Zeit eine interessante Abwechslung, auch wenn es anfangs eine Herausforderung ist. Mit der Zeit kommt man aber auch so rein und dann wird es immer entspannter und immer schöner. Und es ist so, jeder Tag ist ein Abenteuer. Was passiert heute? Was haben die Kinder für Ideen? Und auf was muss ich mich einstellen? Man muss natürlich auch flexibel und neugierig und offen sein als Erzieher, um sowas zu machen. Und da haben wir hier in Mettenheim ein tolles Team, die da auch wirklich Lust drauf haben. Die Spielplatzgeräte dürfen natürlich weiter benutzt werden. Im Garten können sich die Kinder zum Beispiel auch um die Blumen und Pflanzen kümmern. Die Schmetterlingsgruppe pflegt außerdem ein Terrarium voll Schnecken. Es wird also klar, richtiges Spielzeug, wie es jeder kennt, wird hier in der Kita Bunte Wiese in Mettenheim überhaupt nicht vermisst. Spannende Geschichte. Wir haben natürlich auch noch weitere Nachrichten aus der Metropolregion. Marius Cimczak fasst zusammen. Corona-Impfpflicht. Baden-Württemberg will zusammen mit Bayern und Hessen einen neuen Anlauf für eine Impfpflicht für Menschen über 60 Jahren starten. Über den Vorschlag soll auf der kommenden Gesundheitsministerkonferenz nächste Woche diskutiert werden. Außerdem soll es erneute Gespräche über die Einführung eines zentralen Impfregisters geben. Im April hatte der Bundestag deutlich gegen eine Impfpflicht ab 60 Jahren gestimmt. Runder Geburtstag. Die Mannheimer Musikhochschule feiert ihr 50-jähriges Bestehen. Dieses Jubiläum hätte eigentlich schon im letzten Jahr stattfinden sollen, fiel aber aufgrund von der Corona-Pandemie aus. Seit 1971 ist die Mannheimer Musikhochschule ein wichtiger Faktor in den Bereichen Kunst, Musik und Kultur. Ja, eine ganz zentrale Bedeutung. Einmal greift sie natürlich die lange Musikgeschichte dieser Stadt auf, älteste Musikhochschule Deutschlands überhaupt, 1776 mit der Gründung, die Mannheimer Schule, aber auch ganz aktuell natürlich. Denken Sie an Jazz, denken Sie an unsere Popakademie und denken Sie natürlich insbesondere auch jetzt an die neuen Formate, Digitalisierung im Musikbereich, die Musikforschung. Die Hochschule gehört zu einer der wenigen in Deutschland, wo Tänzer und Musiker ihre Leidenschaft auch in Form eines Studiums erlernen können. Jede 10. Probe mangelhaft.
In Rheinland-Pfalz hat es im vergangenen Jahr bei 10% aller Lebensmittelproben Beanstandungen gegeben. Dies gab das Umweltministerium bekannt. Insgesamt wurden knapp 18.000 Proben entnommen. In 28 wurden gesundheitsschädliche Mängel festgestellt, besonders in Käse-, Fleisch- und Fischerzeugnissen. Häufig gab es Belastungen mit Fremdstoffen oder Bakterien. Trockenheit bedroht die Region. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sinkt der Grundwasserpegel immer weiter. Heiße Temperaturen bedingt durch den Klimawandel trocknen immer mehr Bäche, Quellen und Seen im Sommer aus. Hinzu kommt, dass wir in den letzten Jahren mehr Grundwasser verbraucht haben, als neu gebildet werden kann. Die Versorgungsbetriebe appellieren an die Eigenverantwortung der Bürger, vernünftig mit den Wasserressourcen umzugehen. Das waren schon starke Leistungen. 4 Medaillen hat Ringer Dennis Kuttler bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften gewonnen, wurde mehrfach Juniorenweltmeister. Also gut möglich, dass ihm da jemand nacheifern will. Und der Nachwuchs hatte nun die Chance auf ein Meet and Training mit Kuttler heute in Heidelberg. 7 Jugendliche waren dabei, auch Lydia Gleich und Tracy Wittig fast zusammen. Einmal so nah mit seinem Idol trainieren. Ein Traum, den sicherlich jeder junge Sportler einmal hat. Diese Nachwuchsringer hatten heute die große Ehre, mit Olympia-Bronzemedaillengewinner Dennis Kuttler in den Ring zu steigen. Das ist nicht nur ein persönliches Highlight für die Kids. Die Flut im Sommer letzten Jahres, die ja viele Sportvereine massiv betroffen hat. Wir als LSB, aber auch als Sporthilfe Rheinland-Pfalz haben gesagt, wir möchten helfen. Und wir haben eine Charity-Aktion ins Leben gerufen, wo man auch Meet and Training Sessions mit unseren Top-Athleten in Rheinland-Pfalz, so auch Dennis Kuttler, gewinnen, ersteigern konnte. Und der Erlös ging dann an die von der Flut betroffenen Sportvereine. 3 solcher Trainingssessions konnte man unter anderem in dem Adventskalender gewinnen. Läufe, Gleichgewichtstraining oder Nahkampf mit Dennis. Olympiatraining vom Feinsten. Das war der Hammer. Ich war so ganz schön aufgeregt. Am Anfang habe ich den gesehen. Ich habe mir gedacht, oh, jetzt ist mein Puls auf 200 gefühlt. Und ich war am Schwitzen, obwohl ich gar nichts gemacht habe. Ja, ich war leider sehr nervös. Es war aufregend und halt was von einem Profi mal zu lernen, ist auch echt sehr spannend. Interessant. Ich habe ihn mir eigentlich immer anders vorgestellt, aber eigentlich ist er schön locker und es macht eigentlich sehr viel Spaß mit ihm. Ein Training, was in Erinnerung bleibt. Die Events sollen nicht nur Spaß machen, sondern auch Aufmerksamkeit auf den Ringersport ziehen. Denn laut Zahlen des Landessportbundes Rheinland-Pfalz gehen die Mitgliederzahlen dramatisch bergab. 2016 gab es noch 2940 Mitglieder in Ringervereinen. Im letzten Jahr sank die Zahl auf 2185 ab. Schade, denn Dennis Kuttler erinnert sich noch gerne an seine Anfänge. Ich muss sagen, das erste Training war nicht so schön für mich, da habe ich geweint. Also ich weiß noch, da wurde ich auf die Schultern gelegt, habe verloren und war ziemlich sauer darüber, dass ich auch angefangen habe zu weinen. Aber das hat mich auch also gezeigt, dass man im Ringen nicht immer gewinnen kann. Man muss auch lernen zu verlieren. Und am Ende verliert man nicht wirklich, man lernt einfach nur dazu. Im nächsten Training habe ich gewusst, auf was ich achten muss. Und somit wurde ich von Tag zu Tag stärker. Stärke, die er heute den Kleinen, dem wichtigen Nachwuchs, mit auf dem Weg gegeben hat. Und wer weiß, vielleicht ist heute ja schon der nächste Olympiateilnehmer mit dabei gewesen. Jetzt haben wir gerade schon einiges über ihn gehört und jetzt steht er hier neben mir, Herr Dennis Kuttler. Wie ist es denn dazu gekommen, dass Sie mit dem Ringen angefangen haben? Ich sag mal, die typischen Jungs, die spielen vielleicht Fußball und Sie ringen. Wie ist es denn dazu gekommen? Mein 3 Jahre älterer Bruder hat mit dem Ringen angefangen und wie es bei Brüdern ist, rauft man öftermals auf der Couch und somit hat er mich jedes Mal auf die Schultern geschmissen. Und somit wollte ich auch unbedingt ins Ringen kommen und die Griffe lernen, die er immer bei mir angewendet hat. Und somit habe ich dann mit dem Ringen angefangen. Was ist für Sie denn das Besondere am Ringen? Was macht es für Sie aus? Das Besondere am Ringen ist, man fängt nicht direkt an mit diesen Griffen. Also es fängt alles spielerisch an. Man lernt zuerst ein Rad, eine Rolle vor. Also so wird die Motorik geschult von jedem Kind. Und dann nach und ein werden spielerisch die Griffe dazu genommen. Und das macht es so spielerisch einfach, aber auch nicht ganz einfach, aber auch schön. Jetzt haben Sie ja letztes Jahr bei Olympia eine Bronzemedaille gewonnen. Was steht denn in nächster Zeit an? Auf was bereiten Sie sich derzeit vor? Eine gute Frage. Derzeit, also momentan, ist für mich sozusagen ein Sabbatjahr. Dadurch, dass alles nach vorne verschoben wurde, durch Corona waren die Olympischen Spiele jetzt 2021. Jetzt haben wir 2022. Nächstes Jahr wäre schon das nächste Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele. Und somit haben wir im Trainerteam gesagt, dass ich jetzt dieses Jahr mich mal rausnehme, damit ich nächstes Jahr voll angreifen kann. Weil somit wäre es dieses Jahr
also nach den Olympischen Spielen würde ich dieses Jahr weiter trainieren, dann nächstes Jahr weiter trainieren und somit hatten wir die Angst, dass ich in Ermüdung komme und vielleicht auch zu Verletzungen und deshalb machen wir dieses Jahr eine kleine Pause. Aber ist denn die Absicht da, bei den nächsten Olympischen Spielen wieder mitzumachen? Auf jeden Fall, also beim Ringen gibt es in Deutschland zwei Personen, die zwei olympische Medaillen haben. Das ist einmal der Mike Bullmann und einmal ich und es wäre auf jeden Fall schön, noch eine dritte zu holen, damit ich jetzt zum Beispiel auf Platz 1 wäre. Aber der Mike Bullmann hat auf jeden Fall olympisches Gold geholt. Wenn ich mit der dritten Medaille Gold holen würde, das wäre halt das Schönste. Die nächsten Olympischen Spiele sind ja in 3 Jahren. Wann fangen Sie damit in Vorbereitungen an und wie sieht es bei Ihnen aus? Die Vorbereitungen würden nächstes Jahr, Anfang des Jahres direkt loslegen mit einem Grundlagenblock, wo erstmal die Basis geschaffen wird. Und August, September wäre dann das erste Qualifikationsturnier, das sind die Weltmeisterschaften. Und wenn man dort unter die Top 5 kommt, hat man sich für die Olympischen Spiele qualifiziert. Also der Zeitplan ist nächstes Jahr ziemlich hart getaktet und hoffentlich kriege ich die Quali beim ersten Turnier, weil wenn nicht, wären das dann noch 2 Quali-Turniere, die kurz vor Olympia sind und das wird dann wieder einigermaßen stressig. Deshalb ist nächstes Jahr ziemlich hart getaktet. Ja, aber bei den Vorbereitungen wünschen wir Ihnen natürlich ganz viel Glück. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Kuttler. Das war's. Nach 2024 dann Olympischen Spiele in Paris. Gut, so lange will der SV Waldhof Mannheim jetzt nicht mehr warten mit dem Aufstieg. Neues Jahr, neues Glück sozusagen oder neue Chance, eben um aus der dritten Fußballliga rauszukommen in die zweite. Und mit dem neuen Trainer Christian Neidhardt soll das auch gelingen. Immerhin, der 53 Jahre alte Braunschweiger hatte zuletzt Rot-Weiß Essen aus der Regionalliga West in die dritte Liga geführt. Und auch die neuen Spieler waren heute dabei beim Training. Julian Riedl, Berkan Taz, Adrian Malakowski und Bentley Baxter. Bahn und Riedl, Bahn und Malakowski, die haben schon mal den Aufstieg in die zweite Liga gepackt. Also vielleicht die Erfahrung für die Aufstiegsambitionen des Waldhof. Und schon am Mittwoch steht das erste Vorbereitungsspiel auf dem Plan gegen Fortuna Heddesheim. Michel Teuke hat heute mit dem Trainer Neidhardt gesprochen. Herr Neidhardt, seit 2 Wochen ist es amtlich. Sie sind der neue Trainer beim Waldhof. Warum haben Sie sich für die Aufgabe hier in Mannheim entschieden? Ja, es gab die erste Anfrage mal von Tim Schork. Da war ich gerade freigestellt in Essen. Und da war ich noch nicht so Feuer und Flamme, sondern das war mal so die erste Anfrage. Und im Nachhinein hat der Verein sich dann wirklich sehr um mich bemüht. Und selbst Tim Schork ist mir im Urlaub hinterhergefahren. Und letztendlich haben wir es dann wirklich auf Mallorca auch klar gemacht. Und ich hatte dann nochmal einen Videocall mit allen Verantwortlichen und die haben mich dann wirklich restlos überzeugt. Und dann habe ich voll Bock gekriegt auf diese Aufgabe und so einen Traditionsverein zu trainieren. Ich glaube, da gibt es viele Trainer, die da Bock drauf hätten. Und ich bin froh, dass ich die Chance gekriegt habe. Und dementsprechend stelle ich mich auch der Aufgabe und habe jetzt richtig Lust darauf, dass wir jetzt richtig gut in die Vorbereitung kommen. Ein Ziel, das in Mannheim ja immer sehr groß geschrieben wird, ist der Aufstieg. Wie realistisch ist das in Ihren Augen auch im Hinblick auf den Kader? Ja, ich weiß gar nicht, ob man das beziffern kann, ne? in Prozenten. Ich glaube, wichtig ist, dass man erstmal Ziele auch als Verein hat. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ich glaube, in der dritten Liga ist es ja gerade auch, was oben immer die Tabelle betrifft, sehr eng. Und die Chancen sind da. Hat man ja auch im letzten Jahr gesehen, dass nicht viel gefehlt hat, um auch wirklich vielleicht auch aufzusteigen. Und wir wollen gucken, dass wir uns verbessern in der Saison. Und diese Ziele sind ambitioniert, den stellen wir uns. Darauf hat die Mannschaft Bock, darauf hat das Trainerteam Bock. Auf Mittelmaß haben wir alle keinen Bock. Es gibt eigentlich im Fußball nur 2 Sachen, die Spaß machen. Entweder du spielst zum Aufstieg oder du spielst zum Abstieg. Und was dazwischen liegt, macht einfach keinen Spaß. Und dann stellen wir uns in Sachen und wollen gucken, dass wir oben reinrutschen. Und ja, wenn du erstmal oben drin bist, dann kommt auch eine gewisse Euphorie. Dann gehen die Fans mit und dann geht vieles auch mal von alleine. Und da sind wir halt für verantwortlich, dass wir das hinkriegen. Sie haben es eben schon gesagt, das Ziel Aufstieg wurde im letzten Jahr nur knapp verfehlt. Woran müssen Sie denn dieses Jahr noch besonders arbeiten? Wo sind vielleicht noch ein bisschen die Schwächen im Kader, um dann eben wirklich das große Ziel, den Aufstieg in die zweite Liga zu schaffen? Ja, ich glaube, Effektivität ist immer ganz wichtig. Aktivität auf dem Platz ist wichtig. Wenn man die Mannschaft im letzten Jahr gesehen hat, so aus der Zentralen heraus, eigentlich wenig Torgefahr, sondern es war so auf 3-4 Spielern die Last, Tore zu schießen. Und dementsprechend müssen wir gucken, dass wir da natürlich flexibler werden, dass wir mehr Spieler haben, die aktiv vorne auch mal mit in die Box reingehen können, die Tore erzielen. Und darauf kommt es am Ende darauf an, dass du vorne Tore mehr schießt wie der Gegner und dass du hinten auch stabil stehst. Und ich glaube,
Das hat vielleicht in der Konsequenz gefehlt, aber man kann das, glaube ich, in so einer Saison nie festmachen. Wenn man die zwei Spiele vielleicht gegen Zwickau sieht, die unentschieden waren, die man hätte vielleicht beide gewinnen können, hätte schon gereicht. Ne? Aber hätte, Fahrradkette gibt es in unserem Job nicht. Du musst gucken, dass du diese Dinge, diese Kleinigkeiten im Fußball, die Spiele entscheiden, auf deine Seite kriegst und das ist wichtig. Neue Saison, neues Glück. Ich wünsche Ihnen alles Gute und danke für Ihr Interview. Ja. Hätte, könnte, Fahrrad, Sattel oder so. Ne? Ja, wir haben gleich keinen Konjunktiv für Sie, sondern die Veranstaltungstipps. Bis gleich. Da sind wir zurück bei Ron und wir haben die Veranstaltungstipps im Gepäck, denn wir haben ja ein langes Wochenende, also genug Möglichkeiten, irgendetwas zu machen, was eben nicht in den eigenen vier Wänden stattfindet. Und die Tipps dafür hat Adriana Kaufmann. So schön, wie das Wetter heute ist, wird es auch am Samstag. Wie wäre es dann mit einer Kräuterwanderung? Für unseren ersten Tipp geht es also ins Grüne. Genauer gesagt ins Rehbachtal an der Stadtgrenze Ludwigshafen. Am Samstag können Sie hier mit Georg Warstmuth vom Naturschutzbund auf eine Kräuterwanderung gehen. Vorwissen braucht man keins, eine Sache sollten Sie trotzdem mitbringen. Man sollte Interesse haben an Kräutern. Weil man ja wissen, also man soll ja lernen, wissen, welche kann ich verwerten und vor welchen soll ich wegbleiben, weil sie giftig sind oder weil es schwierig ist, sie zu unterscheiden. Und genau, um dann als Kräuterprofi selbst auf die Suche gehen zu können, ist diese Wanderung ein echter Geheimtipp. Und eines ist sicher, es gibt viel zu entdecken. Natürlich darf auch verköstigt werden. Da sehen wir eine ganze Menge dann. Wir haben dann sehr viel Lauch in der Wiese. Vielleicht sehen wir auch noch hinten, dass eine sehr giftige Pflanze, nämlich die Herbstzeitlose. Die Wanderung ist kostenlos und beginnt um 9 Uhr. Vom Kräutererlebnis in Ludwigshafen geht es jetzt zum Weinerlebnis nach Landau. Zum Wohl. Zum Wohl. Aktuell sieht es hier in Landau noch kahl aus, aber die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, damit dem Weinerlebnis nichts mehr im Wege steht. Worauf Sie sich freuen dürfen, erklärt uns Geschäftsführer Bernd Wichmann. Freuen können Sie sich auf tolle Weißweine, aber auch elegante Rotweine. Wir haben eine super tolle Kunstausstellung mit Elvira Bach, die auch an diesen Tagen hier ist. Wir haben aber auch die sechs Stationen sind in ganz Landau verteilt, wo die Winzer sich präsentieren. Wir haben auch eine wunderschöne Innenstadt, wo die Leute flanieren können. Neben Wein und der immer sehenswerten Innenstadt gibt es hier also auch Kunst. Seit 30 Jahren gehört die Kunst übrigens zur Stadt, wie der Wein. Oder ist das am Ende sogar ein und das Gleiche? Ich sage jetzt mal, das waren meine Vorgänger, aber die hatten schon natürlich einen guten Riecher. Wein ist auch Kunst. Wir haben eine wunderschöne Winothek hier in Landau. Die ist von Michael Michalski gestaltet worden. Und da hat er selbst gesagt, Wein zu machen, Wein zu genießen, ist Kunst. Für 25 Euro haben die Besucher die Möglichkeit, über 500 Weine zu probieren. Insgesamt sind nämlich 97 Winzer vor Ort. Von Wein und Kunst in Landau geht es jetzt weiter zu Wasser und Kultur nach Mannheim. Für die Wasserliebhaber unter uns könnte ja eine Dämmerungsschifffahrt etwas sein. Was daran so besonders ist, das weiß Veit Lennartz. Unsere Spezialitäten sind ja die Abendfahrten. Und auch im Sommer geht die Sonne ja etwas später unter und deswegen fahren wir auch später los. Und wenn dann so die Sonne untergeht, die Färbung des Himmels und der Wolken und die BASF mit ihren vielen Lichtern am Rhein entlang, das ist eine ganz spezielle Atmosphäre. Im Mittelpunkt steht vor allem die Mannheimer Industriekultur. Wer diese genießen möchte, sich aber nicht aufs Wasser traut, für den gibt es eine Alternative. Die können ganz beruhigt sein und können ihr Fahrrad schnappen, denn an dieser Stelle sehen wir genau, wo sich die Fahrradtouren, die wir hier um den Industriehafen anbieten und die Schiffsfahrten, die wir ja auch machen, treffen. 30 Tafeln haben wir hier am Industriehafen und da kann man von Station zu Station fahren. Da ist also für jeden etwas dabei. Ging Ihnen das zu schnell? Kein Problem, jetzt kommen noch mal alle Tipps in einer kurzen Zusammenfassung. Wenn Sie Lust auf frische Kräuter aus der Natur haben, dann schließen Sie sich am Samstag doch der kostenlosen Kräuterwanderung von Georg Warstmuth im Rehbachtal an. Wenn Sie Lust auf Wein und Kunst haben, besuchen Sie doch am Freitag oder Samstag das Weinerlebnis in Landau. Und wenn Sie romantisch in den Sonnenuntergang schippern wollen, können Sie an der Dämmerungsschifffahrt in Mannheim teilnehmen und dabei auch etwas über die Industriekultur lernen. Alternativ können Sie sich einfach auf einen Drahtesel setzen und die Tour mit dem Fahrrad erleben. Eine kleine Einschränkung. Heute kam nämlich noch die Nachricht, dass die letzte Tour, also die eben mit dem Schiff oder dem Rad, ausgebucht ist fürs Wochenende. Aber am kommenden Wochenende findet sie auch nochmal statt. Können Sie also da wahrnehmen. Wie es mit dem Wetter da ist, keine Ahnung, aber hier können Sie schon mal bis ins Wochenende schauen. Bei uns scheint für Sie immer die Sonne. Das Schmuck- und Leihhaus Dobczynski präsentiert Ihnen das Wetter.
Am Freitag erwartet uns schönes Sommerwetter. Neben ein paar harmlosen Quellwolken scheint die Sonne den ganzen Tag über fleißig. Zudem bleibt es trocken, also perfektes Grillwetter. Bei bis zu 14 Sonnenstunden ist allerdings die UV-Belastung wieder sehr hoch und wir sollten uns gut schützen. Dazu wird es verbreitet sehr warm. Entlang des Rheins klettern die Temperaturen über die 30 Grad hinaus. Im Odenwald erreichen die Temperaturen bis 29 Grad. Am Wochenende heißt es dann ordentlich schwitzen und für ausreichend Schatten und Abkühlung sorgen. Die Höchstwerte steigen auf extrem heiße 38 Grad. Dazu gibt es Sonne pur. Am Sonntag geht es erstmal genauso heiß und mit viel Sonne weiter. Die Wärme begleitet uns auch in die neue Woche mit Temperaturen um die 30 Grad. Seriös, fair, freundlich, wir sind immer für Sie da. Das Schmuck- und Leihhaus Dobczynski präsentierte Ihnen das Wetter. Und damit ist für uns an diesem Feiertag im Grunde genommen auch Feierabend. Was man auch mal machen kann in der Zeit tatsächlich, sage ich jetzt mal, Social Media, ja, nicht zu viel, aber schauen Sie gerne mal auf unseren RON-TV-Seiten vorbei. Momentan haben wir nämlich auch die Stellenanzeigen. Auf jeden Fall, vielleicht. Mal kurz quer verlinkt. Die ein oder andere neue Kollegin, Kollege. Wer weiß, vielleicht ist jemand bei Ihnen dabei. Schauen wir mal. Ihnen einen schönen Feierabend und wir sehen uns morgen wieder. Freuen wir uns drauf. Genau, bis morgen.